Ja, servus, ich bin mal wieder auf dem Weg zur Arbeit. Wie immer halt, ne? Was denn auch sonst? Und ich habe Spätschicht und ich bin gar nicht mal so spät dran. Ey, gestern kam ich zur Spätschicht schon fast zu spät. Ich merke schon, wie behindert er mich anschaut. Ich spüre den Blick schon, ja? Hau bloß ab da! Auf jeden Fall kam ich mit meiner neuen Frisur in die Arbeit, also hier der neue Schnitt. Und ich habe kein Haarspray und nichts drin. Das finde ich so geil an diesem neuen Haarschnitt. Ich wach auf, ich kämme sie und ich bin fertig. Ich muss mich bloß noch um mein Hackfressen kümmern. Vor allem mein Lidschatten hat dieselbe Farbe wie meine Fingernägel. Und meine Fingernägel haben dieselbe Farbe. Haben dieselbe Farbe, oh mein Gott, wie meine Haare. Und ich setz noch eins drauf. Meine Brille hat auch dieselbe Farbe. Ey, wieso fahre ich eigentlich auf der rechten Spur? Nur Lahmärsche fahren auf der rechten Spur. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich tupiere sie immer und komme immer so voll, ne, so wie so eine Explosion in die Arbeit. Und da meinte meine Kollegin, ich kann gar nicht mehr reden, ey. Das schaut voll schön aus. Du brauchst ja gar nichts mehr machen. Und außerdem sind wir langsam in einem gewissen Alter. Da braucht man sich nicht mehr so zu stylen. Also ist das irgendwo gesetzlich geregelt, dass man ab einem bestimmten Alter sich nicht mehr anders zur Schau stellen darf? Ich glaube nicht, Madame. Ist das komisch? Findet ihr das seltsam, wenn eine reife Frau ihre Haare so voll tupiert und so? Ja, okay, viele mögen das ja nicht, wenn man sich zu extrem, ne? Also ich habe ja meine Haare manchmal so weit hoch und... Also mir gefällt es. Ich bin natürlich auch so ein Mensch, so, wenn voll viele sagen, es schaut scheiße aus, dann höre ich halt auf die voll vielen Menschen, die das sagen. Ich bin zwar so ein Vertreter von, ey, ich mache das, was mir gefällt und fertig. Ja, das auch, aber wenn es doch zu extrem wird und irgendwie die komplette Menschheit anfängt, mich zu steinigen, dann lasse ich es einfach. Ey, da war die ganze Zeit auf der rechten Spur des Lamas, ja? Des Lamasch. Und Etzeler links rüber. Das kann er jetzt mal sowas von vergessen. Auf jeden Fall, ist doch egal, wie alt man ist. Man kann sich doch immer so voll extravagant stylen, oder? Ich muss nur sagen, ich bin zurzeit einfach zu faul dafür. Ich schlaf lieber ein bisschen länger. Und bloß noch mein Gesicht halt so schminken und so Highlighter und so und alles drauf, ja. Aber so, dann habe ich keine Zeit mehr für die Haare. Weil dann ist es, ich nehme mir immer vor, eine halbe Stunde bevor meine Schicht beginnt, dass ich da losfahre. Und anstatt eine halbe Stunde, habe ich dann immer bloß eine Viertelstunde Zeit. Und das möchte ich hiermit vermeiden, indem ich einfach nicht mehr meine Haare mache, was glaube ich ganz gut ist, weil obwohl so vieles weggekommen, habe ich dennoch irgendwie leicht kaputte Spitzen. Und nein, das kommt nicht vom Färben. Erstens mal durch den Ansatz blondieren. Und zweitens tue ich eine Tönung drauf, die nicht schädlich ist. Weil ich das auch noch mit einer Haarkur vermische. Ach, natürlich ist jetzt vor mir ein Bus, aber das Geile ist, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Ja, und das ist einfach durch das ganze Glätten und Locken und Haarspray und Tupieren und da alles Mögliche halt. Und so mit dem Haarschnitt brauche ich einfach gar nichts mehr machen. Oder? Ne? Schaut doch gut aus. Oder bin ich doch zu langweilig? Nee. Passt schon. Ist euch schon mal aufgefallen? Also das Thema Mobbing ist ja jetzt so voll im Trend jetzt. Und wie scheiße das doch ist. Und Mobbing ist auch nicht nur jetzt voll scheiße. Es war schon immer scheiße. Aber ich finde es schon mal gut, dass so viele jetzt dagegen vorgehen. TikTok ist total voll damit und YouTube und ach was weiß ich was alles. Obwohl ich glaube, der Trend, der schwindet langsam schon wieder. Dennoch, Mobbing ist scheiße. Ich bin ja nicht gemobbt worden, ich bin, ja geärgert eigentlich auch nicht. Ich hatte immer so ein, zwei Personen bei mir damals in der Klasse, also in der Hauptschule, die einfach voll die Bitches waren. Ich weiß noch nicht, was macht denn der da vorne? Oh Gott, echt, wo hast du deinen Führerschein gewonnen? Zum Beispiel, wenn wir etwas von der Tafel abschreiben mussten, wollte die Bitch nicht, dass ich schneller schreibe als sie und hat mir dann das Heft weggenommen, damit sie wieder schneller geschrieben hat. Und wenn sie weiter war als ich, hat sie mir mein Heft wieder zurückgegeben. So, ich war damals dann auch so da gesessen, so, hä? Im Endeffekt haben wir doch eh dasselbe im Heft drinnen stehen. Warum soll ich nicht schneller schreiben können? Aber
solche gestörten Leute kannst du nicht verstehen, ja. Aber mir ist aufgefallen so, ich habe da auch gar nicht so groß den Stress und Streit angefangen, als war mir eigentlich wurscht halt so, dann ist die halt eben schneller fertig als ich. Es war bloß eine Sache, die hat dann auch noch meine Ohrringe geklaut und die am nächsten Tag in der Schule auch noch angehabt. Aber das Geile ist, wie ich dann bei ihr zu Besuch war, habe ich sie zurückgeklaut. Und meine Mutter hat sich sogar an der Eingangstür so voll abgelenkt, so Dream Team. Mir ist aufgefallen, die Leute, die mobben, das sind eigentlich überwiegend zu 98% immer diejenigen welchen, die einfach selber so nichts auf die Reihe kriegen, ja. Die haben irgendwie eine verkorkste Familie. Ist halt natürlich scheiße für die, aber da stimmt immer irgendwas mit den Eltern nicht. Also die eine zum Beispiel, die hat so, wie heißt denn das, so Aufmerksamkeitsprobleme gehabt, dass ich gerade das sagen muss. Yeah! Popplatz! Verpisst euch, das ist meins! Und teilweise waren auch sogar welche dabei, die richtig in asozialen Verhältnissen gelebt haben. Und damit es bei denen halt nicht so auffällt, kamen die einfach in die Schule und haben dann andere Leute fertig gemacht, um von sich selbst abzulenken. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden hier und ich muss jetzt in die Arbeit. Was soll ich dann dem Kunden sagen? Also die schaut schön aus. Wenn ich an meine andere Schulzeit zurückdenke, ja, an die Wirtschaftsschule, wo ich später war, wo sowas wie Mobbing nicht existiert hat und jemand hatte ein Problem und hat es halt einfach gesagt, wie, hey, meine Eltern lassen sich scheiden und ich bin voll fertig deswegen. Ey, die ganze Klasse war hinter dem gestanden. So, deswegen ist es doch kein Arschloch oder kein Depp oder kein hässlicher Mensch oder sonst irgendwas, nur weil er Probleme daheim hat, ja. Man sagt so immer, Gewalt ist scheiße, aber nicht in dem Fall. Ohne Kack. Wäre ich jetzt nochmal in der Hauptschule und die blöde würde mein Heft wegnehmen, nur damit sie schneller schreit, ich würde dir jetzt einfach voll einer auf die Nase brennen. Einfach Bitch! Der hat mich jetzt ein bisschen strange angeschaut. So, ich bin da, ich habe genug Bullshit von mir gegeben. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Next.